Damit sie auch ihr Futter bekommt, denn sie ist bei uns hier die rangniedrigste Schimpansendame. Und ja, dadurch, dass unsere Großtante ein kleiner Schwellenwurscher ist, will sie ihr Futter mal so ein bisschen sichern und setzt sich dann halt ein bisschen weiter außerhalb hin. Genau. Wir werden jetzt erstmal die Affen. Fangen wir jetzt erstmal mit dem Chef der Gruppe an. Der Kalle. Kalle ist 41 Jahre alt, geboren im Zoo von Amsterdam. Und ja, führt die Gruppe hier an. Er hat diese Position halt immer wieder mal gegen den Pedro erkämpft. Zeitweise hat er auch diese Position abgegeben und dabei war er dann halt das freigestellte Männchen, hat halt auch immer mal kleine Verletzungen davongetragen, was aber bei ja, eigentlich allen Mädchen nicht so wirklich das große Problem ist, denn Tiere haben halt wirklich ein sehr gutes Wundfleisch. Die Wunden verheilen sehr schnell, infizieren sich relativ selten. Und wenn die Tiere nicht. Wir können aber auch, falls irgendwelche Probleme mal gibt, die Tiere irgendwie Verletzungen haben, die halt sich entzünden oder ähnliches, können wir sie auch separat in sogenannte Absperrboxen holen. Da kommen sie halt auch wirklich morgens und abends ganz entspannt rein, kriegen auch von uns immer mal Tee, beziehungsweise kriegen halt wirklich jeden Tag Tee, da haben wir auch verschiedenste Sorten. Trinken sie wirklich gerne und deswegen kommen sie da auch ganz entspannt rein. Und in diesen Boxen können die Tiere halt auch trainiert werden, was vom ein sogenanntes Medical Training ist, wobei ja, verschiedenste Übungen, sage ich jetzt mal, abgerufen werden, wobei man zum Beispiel macht, dass jetzt wie Kalle das so schön macht, der Arm aus dem Gitter gesteckt wird und man dann zum Beispiel halt trainieren kann, dass man eine Spritze geben könnte zum Beispiel, falls man die Tiere aus der Gruppe rausnehmen müsste und mal narkotisieren muss, was wir halt wirklich sehr, sehr selten machen wollen oder machen würden. Denn so eine Integration von Schimpansen ist halt auch im Allgemeinen relativ schwierig. Und vor allem, wenn man halt auch die ranghöheren Tiere aus der Gruppe rausnimmt und verarzten müsste zum Beispiel, kann das immer zu Problemen führen. Denn ja, die Tiere zeigen dann halt die Schwäche, sind dann halt auch durch die Narkose so ein bisschen benommen und ähnliches. Deswegen vermeidet man das meistens. Genau, andererseits kann man natürlich auch verschiedenste andere Sachen trainieren, wie zum Beispiel Ohren zeigen lassen, Zähne zeigen lassen, ähnliches, um halt wirklich den Gesundheitszustand der Tiere abzurufen. Und natürlich machen wir halt nicht irgendwelche Kunststückchen oder sowas derartiges, sondern halt wirklich nur dieses Medikament. Genau, ansonsten, Kalle ist halt sehr impulsiv hier, ist halt wirklich temperamentvoll, schlägt gerne mal gegen alle möglichen Einrichtungsgegenstände, macht möglichst viel Krach, zeigt halt einfach seine Stellung, was halt aber auch ein ganz normales Verhalten von Schimpansen ist. In der Natur machen sie das Gleiche, dabei reißen sie halt auch gerne mal ordentliche oder viel Sträucher oder ähnliches raus und machen ordentlich Krach. Sie müssen sich halt auch in den großen Gruppen, in denen sie leben, behaupten. In der Natur kommen sie meistens in Gruppen von 3 bis 10 Tieren circa vor, schließen sich auch immer mal zu Kommunen von bis zu 100 Tieren zusammen. Und naja, dann müssen die ranghohen Tiere sich auch behaupten, beziehungsweise gibt natürlich dann halt in den kleineren Grüppchen immer ranghohe Tiere und die müssen es halt auch gegen anderen Gruppen zeigen. Andererseits sind Schimpansen halt auch sehr kriegerisch oder feindlich gesinnt gegenüber anderen benachbarten Gruppen. Und dabei kommt es halt auch immer wieder mal zu großen Tieren bzw. Schwarzverletzten. Und ja, das ist ein kleiner Mensch. Genau, bezüglich der Gruppengröße ist es halt auch wirklich sehr wichtig, dass die Tiere in den Zoos in Gruppen gehalten werden. Zumindest paarweise, damit sie ein normales Sozialverhalten zeigen können. Der Kalle hat zum Beispiel vorhin auch die Geburtstagsgruppen bzw. gelaus, was einfach zum normalen Sozialverhalten dazugehört. Und ja, sehr wichtig ist, wenn zum Beispiel, wenn man sich jetzt auf den Pedro anguckt, der ganz links sitzend, der wurde damals von einer Privatperson gehalten, den hat er illegal, oder die Person hat ihn illegal gekauft,
Und ja, der wurde dann glücklicherweise mit knapp 4 Jahren von der Polizei beschlagnahmt und zu uns hier in den Zoo Berlin gebracht. Seitdem hat er sich ja wirklich prächtig entwickelt. Das ist ein ganz normaler, ausgewachsener Schimpanse. Schön statisches Tier und ja, genau. Er ist ein bisschen jünger als Kalle. Er ist noch 40 Jahre alt, wird aber dieses Jahr auch noch 41. Und das ist in der Kalle halt ein bisschen ruhiger, ein bisschen besonderer. Aber dadurch halt auch für uns Tierpfleger ein bisschen schwieriger einzuschätzen. Bei Kalle sieht man halt, wenn man ein bisschen stinkig ist, beziehungsweise laut ist, man halt über Abstand. Andererseits ist Kalle auch derjenige, der immer gerne mal mit uns rumspielt. Man geht da auch mit Abbremse und ja, versucht uns zu animieren, dass wir mit ihm hin und her rennen. Und einfach ein bisschen spielt und genau, sucht halt auch immer gerne mal Aufmerksamkeit, was der Pedro halt hier an ihn macht. Ja, das waren jetzt unsere Männer. Dann kommt jetzt zu der Lilly, hier zwischen den Männern sitzen. Ja, das, was sie gerade mit ihren Fingern macht, ist halt eins von ihren Markenzeichen. Ja, ist irgendwie die weißen Pigmentflecken, daran erkennt man die Lilly. Außerdem ist sie halt wirklich sehr entspanntes, ruhiges Weibchen hier in der Gruppe und die beste Freundin von unserem Kalle. Und sie ist im Zoo von Krefeld geboren und auch 41 Jahre alt. Genau, und dann jetzt rechts in den Kalle sitzt die Gusta. Gusta ist die älteste hier in der Gruppe mit 42 Jahren. Ist ja sehr bekannt für ihren starken oder großen Appetit. Klaut, wie gesagt, den anderen immer gerne mal ihr Futter. Vor allem Pedro klaut sie das, aber Pedro lässt es halt auch immer wieder zu, weil er versucht ein bisschen, oder er hofft in Streitigkeiten, die Gunst von Gusta zu erhalten, wenn er sich dann mit Kalle mal wieder angeht, auch an was zum Glück derzeit nicht so passiert ist oder seltener passiert ist. Und genau. Außerdem hat Gusta vor knapp 33 Jahren Soko hier zur Welt gebracht und so, aber leider nicht selber aufgezogen. Soko musste leider per Hand aufgezogen werden. Dabei haben sich halt natürlich unsere Menschenaufpfleger um sie wirklich super gekümmert. Und sie wurde dann mit knapp 7 Jahren in die Gruppe integriert. Normalerweise kümmern sich die Schimpansenweibchen. Ja, das war schon langsam. Normalerweise kümmern sich Schimpansenweibchen so knapp 4 Jahre wirklich eng um ihre Jungtiere. Werden auch so um die 4 Jahre gesäugt. Und danach löst sich die Bindung zu den männlichen Tieren etwas. Und zu den weiblichen Tieren verliert sich diese Bindung eigentlich normalerweise nicht. Was ja auch bei uns aber einfach nicht ja, entstehen konnte. Denn ja, dadurch, dass Soko nicht von ihr aufgezogen hat, aufgezogen wurde, ist halt diese Mutter-Kind-Bindung nicht entstanden. Und deswegen ist Soko halt ein ganz normales Weibchen, aber ja, nicht mehr für die Gusta. Dann gibt es halt morgens, wenn wir die Tiere noch auf die Anlagen lassen, die dann ihr Futter auf die Anlage verteilt, also die auch noch ein bisschen zusammensuchen müssen. Außerdem geben wir oftmals halt auch noch ja, verschiedenstes ja, Streufutter, wie zum Beispiel kleine Pellets, die sie sehr gerne fressen, oder halt auch verschiedenste Sinnereien, die sie sich dann über den Tag verteilt aufsammeln müssen und somit halt ein bisschen beschäftigt sind. Deswegen. Und daran sieht man halt auch, dass die Schimpansen, aber auch alle anderen Menschenarten und die kleineren Arten, die sie rechts unten sehen, wirklich ja, beschäftigungsbedürftig sind. Deswegen sehen wir immer so, dass wir wirklich viel den Tieren anbieten. Wie zum Beispiel diesen Kaninchenhügel, den wir an den Affen sehen. Der wird befüllt mit Röhren, die mit Joghurt gefüllt sind. Und diese dann halt ja, mit Stöckchen entgieren. Dabei sind manche Tiere, Hunde leider nicht so wirklich. Aber manche Tiere sind dabei sehr erfinderisch und nutzen nicht nur den Stock, den sie einfach nur reinstecken und dann den Joghurt abschlauern, sondern gröseln den dann oder das Ende so ein bisschen auf, dass es wie so ein Pinsel ist. Und daran bleibt halt der Joghurt noch viel besser hängen. Daran sieht man halt, dass die Tiere wirklich sehr intelligent sind. Und ja, genau. Außerdem haben wir da ein Stück weiter links, das ist noch der Beschäftigungsautomat, der in verschiedensten Zeiten Salat, wie gesagt, gegeben oder gefüttert, oder halt auch der Löwenzahnsalat. Diese halt nicht so gerne mögen wie normalen Salat, aber müssen wir natürlich auch anbieten. Einfach so versuchen, möglichst ja, vielseitig zu füttern. Außerdem kriegen sie dann auch noch das ganze Jahr verteilt Laub, was sie halt in Sommermonaten aus dem Berliner Grunewald einfahren und entweder so frisch verfüttern oder halt auch ja, einfrieren, was wir dann halt wirklich in fast mühseliger Kleinstarbeit in relativ großen Ofen Fleisch schneiden über den ganzen Nachmittag und dann in die Tiefkühlung bringen und dass wir den Tieren dann halt über den Winter auch noch Laub anbieten. Bei uns sind halt die Schimpansen oder Orangs oder Bonobos jetzt nicht so die wirklich sehr starken Laubfresser, dafür sind die halt die Gorillas daran stark angepasst. Die anderen Affen sind aber ja, nutzen es dann, genau, verschiedenste andere Sachen anbieten. Unsere zum Beispiel haben
eher angstvolle Insekten, andere können ihren Affen auch mal Insekten füttern, wie zum Beispiel Schlangenschalle, ich kann nicht helfen. Mehlwürmer oder Sophoras geben wir zum Beispiel unsere Wanderung oder die kleinen Affen. Können wir den größeren Menschen aber auch geben. Die haben aber, wie gesagt, eher Angst davor. Vor allem unsere Soko, die schreckt vor Regenwürmern und Schnecken zurück. Und daran sieht man, dass auch große Tiere Angst vor den ganz kleinen haben können. Und ja. So, ansonsten ein bisschen was über die natürliche Herkunft habe ich noch nicht gesagt, aber das ist doch die Gruppenzusammenstellung, aber Schimpansen kommen halt nur in Afrika vor, hier vom westlichen Guinea über Ruanda bis nach Namibia und werden halt wie gesagt von den Männchen angeführt. Die Männchen sind, wie Sie ja auch sehen, ein Stück größer als die Weibchen, werden knapp 1,30 groß und 50 bis 60 Kilo schwer. Natürlich können sie auch größer, noch ein bisschen schwerer werden, aber das ist ja keine normale Körpergröße. Genau, die Weibchen werden so knapp 30 bis 40 Kilo ganz schwer. Je nach Individuum, denn ja, wie Sie sehen, die Arten sehen alle unterschiedlich aus und da kann es halt immer mal kleinere, mal größere. Genau. Außerdem, durch unsere Haltung werden die Schimpansen oder alle anderen Arten auch wirklich recht alt. Unsere Schimpansen sind jetzt nicht ganz so alt oder noch nicht so wirklich alt, können aber auch schon bestimmt 50 bis 60 Jahre alt werden, was in der Natur eigentlich nicht passieren würde. In der Natur würden sie mit knapp 40 Jahren wahrscheinlich so fast spätestens sterben, außer sie haben halt wirklich eine Gruppe, die sich wirklich sehr gut um sie gesorgt. Denn normalerweise, ja, sie können nicht mit der Gruppe mithalten, werden irgendwann zurückgelassen und ja, werden dann vielleicht sogar erjagt. Das hohe Alter zum Beispiel von der Fahrt zeigt, dass die Haltung bei uns noch gut funktioniert. Denn Fahrt ist sogar 65 Jahre alt und wahrscheinlich wird sie noch ein paar Jahre bei uns bleiben. Fühlt sich wohl, sie hat zwar keine Zähne mehr, deswegen kriegt sie immer gekochtes Futter. Aber ja, das tut ihr trotzdem recht gut und ja, wird von uns eng umsorgt, kriegt sogar anstelle von Wasser, kriegt sie zum Beispiel Früchtetee, was sie eigentlich nur kriegen. Wasser rührt es eigentlich gar nicht mehr an, aber naja, der kleine Umi, der trainiert es natürlich. Genau, leider die Schattenseite an der Zugtierhaltung bzw. allgemein an der Natur ist, dass Schimpansen wirklich stark vom Aussterben bedroht sind. Die werden halt durch die Abholzung der Regenwälder zurückgedrängt, beziehungsweise nur in kleinere Habitate zurückgedrängt. Natürlich können sie sich dadurch nicht mehr wirklich gut ausbreiten. Die Vermehrung, die stagniert auch so ein bisschen, beziehungsweise gibt halt einfach nur viele Tiere in der Natur. Außerdem werden sie gejagt und dann auf illegalen Märkten verkauft als sogenanntes Bushmeat. Das wird wahrscheinlich ein Kollege von mir nachher auch bei den kommentierten Gorilla-Bedrohung erwähnen. Denn auch die Gorillas oder alle anderen Tiere werden halt leider gejagt. Deswegen ist es halt auch wichtig, die Tiere bei uns im Dorf zu halten und vor allem in Anführungszeichen nachzufischen. Unsere machen es leider nicht mehr, was andererseits auch nicht so verkehrt ist, denn wir haben drei sogenannte Mischlinge, hier die Kalle, Gustav und Soko, sind alles sogenannte Mischlinge. Denn damals waren es einfach nur Schimpansen, die zusammengehalten wurden und nicht wie heutzutage bekannt vier Unterarten von Schimpansen. Denn zum Beispiel Lilly ist ein westlicher Schimpanse und der Kilo ist ein östlicher Schimpanse.